Servus zusammen, hier ist der Jonas und der Ben vom DAV. Wir sind heute hier in Salzburg im Hangar 7 bei der Pressekonferenz der Red Bull X Alps 2019. Es verspricht sich eine neue Routenführung, auf die wir natürlich gespannt sind. Und Ben, was erwartest du dir von dem Tag? Auch erstmal Servus benannt. Ja, natürlich auch die neue Route. Ich bin gespannt, welche Wendepunkte diesmal eingebaut sind, wie oft man den Hauptkamm queren muss, nach Ost oder nach West oder nach Nord oder Süd. Und dann wollen wir natürlich ein paar Interviews führen mit Verantwortlichen und mit ein paar Athleten. Der Christoph und Jürgen ist einmal der Race Director und der Safety Director. Christoph, mit der Route, also es ist ja ein bisschen eine Rennstrecke so durch die Hauptalpen. Ja. Das fand ich erstmal so ein bisschen enttäuschend, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, so würde ich ja auch versuchen, da durchzufliegen, damit es möglichst schnell geht. Wie seht ihr das? Warum habt ihr es ja praktisch so von Lermoos praktisch bis zum Mont Blanc? Das sieht ein bisschen so aus wie der schnellste Weg durch die Alpen. Ja, also hallo Ben, also schnellster Weg ist natürlich, von Lermoos geht es erstmal ins Engadin oder das Inntal und dann ins Engadin entlang. Das ist sicher ganz gut, wenn das Wetter mittut, da kann man sicher gut Meter machen. Aber ja, dann wird es eigentlich ganz schön haarig. Also einmal muss ich in Davos unten landen wieder am See im Strandpark und dort die Tafel unterschreiben. Danach geht es dann Richtung Titlis weiter und Titlis ist, glaube ich, wirklich ein harter Knackpunkt. Also da, glaube ich, bist du weit weg von Rennstrecke. Also, weil du musst wirklich am Titlis hier oben am Gletscher die Tafel unterschreiben und es wird nur einen zugelassenen Weg da drauf geben, den ich zu Fuß gehen kann. Oder natürlich hier oben reinlanden, falls das möglich ist, aber am Titlis oben reinlanden, da muss das Wetter schon gut mitspielen, dass das funktioniert. In Frankreich seid ihr dann den umgekehrten Weg ein bisschen gegangen, Frankreich, Italien, da schüttet die Leute ständig von Ost nach West. Also das ist dann praktisch nochmal, um am Schluss nochmal richtig Spannung zu erzeugen, oder? Ja, einmal ist in Frankreich ein Riesenproblem, dass lauter Nationalparks im Weg sein können. Und wir haben die Route so gewählt, dass wir eben zwischen den Nationalparks durchkommen und die Athleten um diese Nationalparks rumleiten. Und auf der anderen Seite ist es einfach mal was Neues da unten und nicht immer diese gerade Linie darunter, wie wir sie aus den vorhergehenden Editionen kennen. Und was ich so ein bisschen vorher aus der Presseveranstaltung mitbekommen habe, ist ja das Entscheidende auch, diese Tafel, wo man sich eintragen muss, dass sie die so gelegt haben, dass es ein bisschen an Anspruch noch erhöht. Dass es für die Wettkämpfer noch ein bisschen unkalkulierbarer wird, ja, dadurch, weil sie sich vielleicht entweder oben am Gipfel eintragen müssen oder unten am See oder am Tal oder so. Ja. Das war also bewusst so gelegt. Das ist bewusst so gelegt, ja. Mei, das ist immer schwer vorhersagbar, gell? Wie lästig oder wie bremsend diese Unterschrift auf der Tafel sein wird. Also ich habe es ja vorhin in der Pressekonferenz extra gesagt, wenn das Wetter schlecht ist und ich zu Fuß unterwegs bin, dann wird mich die Tafel im Tal nicht recht stören. Wenn es natürlich der Hammertag ist und ich super fliegen kann und ich muss dann unten im Tal landen, um die Tafel zu unterschreiben, dann wird es sehr lästig sein, weil mich das einfach ein, zwei Stunden von diesem guten Flugtag kosten wird und damit eben 30, 40, 50 Kilometer in der Tagesbilanz weniger draufstehen werden auf meinem Tafel. Genauso mit den Tafeln oben auf dem Berg, die haben es genau andersrum, da wenn es zum Fliegen gut geht, dann werde ich mich freuen, dass die Tafel da oben ist, weil dann lande ich da schnell ein, unterschreibe und fliege wieder weiter. Aber wenn es zum Gehen ist, dann ist es natürlich super lästig, dass ich auf den Berg erst drauflaufen muss, unterschreibe und dann wieder runterlaufen muss. Das weiß selber, wie lästig das ist, für einen Gleitschirm am Berg wieder runterlaufen zu müssen. Ja, das weiß ich. Und jetzt noch eine letzte Frage. Aus dem Krieg, wer wäre so ein bisschen dein Geheimfavorit, wenn du einen hast? Ja, Maxime Pinot, ein Franzose, ist ja eine neue Figur im Rennen. Da hoffe ich mir, dass der wirklich gut unterwegs ist. Vielen Dank. Okay. Jürgen, du bist der Safety Director. Jetzt interessiert mich mal, wie kannst du da Sicherheit gewährleisten? Weil ihr habt ja praktisch vom Wetter, habt ihr schon mal abgebrochen, habt ihr noch nie abgebrochen vom Wetter her oder so. Und das ganze Feld zieht sich ja fast über die Alpen oder über die halben Alpen. Ja? Was kann man da als Selbstdirektor, wie kann man da Einfluss nehmen? Ja, ja, man kann sehr, sehr stark Einfluss nehmen auf das Rennen. Einerseits über das Reglement und andererseits über die Auswahl der Athleten. Beginnen wird das Ganze bei der Auswahl der Athleten. Wir suchen die Athleten so aus, dass wir sicherstellen, dass sie
flugtechnisch natürlich absolut Topklasse sind, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch, das ist der Unterschied zu beispielsweise anderen Paragleiter-Meisterschaften, sie müssen auch alpinistisch große Fähigkeiten haben. Und nur wer in beiden Gebieten wirklich professionell unterwegs ist, kann bei Red Bull Exalt teilnehmen. Und wenn es jetzt einen extremen Föhnsturm hat und einer meint, er möchte fliegen, würdet ihr dann die Möglichkeit haben einzugreifen oder würdet ihr dann eingreifen oder sagt ihr, das muss er selber wissen, der ist halt einfach so gut, der kann das? Es ist so, dass wir beim Prolog die Möglichkeit haben einzugreifen, weil alle Teilnehmer auf einem kleineren Raum, auf einem überschaubaren Raum zusammen sind. Und auch beim Start am Geisberg, dort haben wir auch schon abgebrochen. Wenn sich das Feld dann auseinanderzieht, haben wir diese Einflussmöglichkeit natürlich nicht mehr. Hier gilt dann das Prinzip der Eigenverantwortung der Teilnehmer. Es muss jeder selber, wenn er irgendwo am Berg oben steht und seine Verhältnisse checkt, muss jeder selbst für sich entscheiden, starte ich hier jetzt raus oder starte ich nicht raus. Wobei es so ist, dass die Athleten auch wissen, wir beobachten sie genau, was sie tun. Und das Race-Komitee hat die Möglichkeit, dass wenn jemand tendenziell sich sehr risikoreich verhält, dass man ihn darauf hinweisen bzw. bis hin zu einem Penalty oder sogar einen Ausschluss. Okay, dann wünsche ich euch die letzte Mal ein unfallfreies Rennpolizei. Danke sehr. Danke dir. Erstmal würde mich interessieren, was du zur Route sagst. Das kommt mir so ein bisschen vor, also ich war mal von Lermoos bis zum Mont Blanc, ist ja eine ziemliche Rennstrecke. Ja. Normalerweise ging es da immer von Nord nach Süd, wenn Alpenhaupt kam, diesmal ist es eine Rennstrecke. Ja, was optisch gut ausschaut, ist in der Praxis vielleicht dann nicht mehr so ideal. Also man muss sich auch bei der Strecke vielleicht nicht zu viel erhoffen. Das haben wir auch letztes Mal gesehen, diese Alpenüberquerung, das war dann trotz dank gutem Flugwetter kein Problem. Und andere Passagen, wo einfach Schienen, waren dann schwierig. Und das muss man sich hier jetzt auch bewusst sein. Also grundsätzlich sind wir auch früher im Jahr dran. Das heißt, man hat vielleicht eine andere Schneesituation. Das Wetter ist meist ein bisschen labiler und schwieriger. Also es wird wirklich ein Abenteuer und für mich halt wiederum spannend, obwohl ich jetzt das sechste Mal dabei bin. Ich möchte dann gleich anschließen. Beim sechsten Mal, im Grunde, du hast fünfmal gewonnen, das ist auch so eine richtig schöne Zahl, gut an der Hand darzustellen, was kann das sechste Mal für dich bringen? Weil eigentlich sechstes Mal würde ich dir sagen, naja, okay, ist ja nicht besonders, ist ja immer so, aber du könntest ja auch mal nicht gewinnen und dann ist es auch ein bisschen schade, weil du dann natürlich eine Serie reißt. Ja, ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich sehe halt, wenn ich nicht gewinne, dann habe ich immer noch 5 Siege. Das ist mal super, oder? Was ich aber mitnehmen kann, ist die Erfahrung von Vorbereitung jetzt. Ich trainiere seriös, ich habe ein neues Team, neues Material. Also all das hätte ich ja nicht, wenn ich jetzt nicht mehr trainieren würde für das X-Alps. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich das schaffe und in Monaco baden kann, dann habe ich nochmal einen riesen Erfahrungsschatz gewonnen. Und den weiterzugeben, vielleicht Vorträge zu halten darüber, das motiviert mich. Denkst du dann vielleicht auch nochmal über eine erneute Teilnahme, die siebte nach, oder? Für mich ist halt, die Gesundheit vom Körper ist wesentlich. Solange ich jetzt gut trainieren kann, mich gut fühle, auch noch immer fitter werde, dann möchte ich das machen. Sobald ich halt irgendwelche Probleme habe oder mit dem Doktor öfters kommunizieren muss, dann frage ich mich dann nach dem Sinn. Muss man sich das antun oder nicht? Hast du so körperlich im Grunde von den letzten 5 Mal nichts zurückbehalten, oder? Lässt sich das wirklich so gut kompensieren dann irgendwann wieder? Ja, ich habe halt das Ausdauertraining eigentlich 2009 begonnen für die X-Alps. Ich hatte dann mal Probleme hier, mal Probleme da. Aber mittlerweile kenne ich ein bisschen die Schwachstellen, probiere das zu optimieren. Und ja, ich habe eigentlich während dem Rennen schon Belastung, also Überbelastung, wo man klar sagen kann, dass es wegen dem Film gehen. Aber übers Jahr habe ich natürlich das Glück wiederum, keine Probleme zu haben. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um gut zu trainieren. Wie schaffst du es denn, gesund zu bleiben? Weil man bekommt ja immer mehr mit, durch diese Anspannung und auch durch diese Belastung, wird man einfach schnell krank vorher. Ja, ich habe ja das Hauptproblem, kenne ich schon lange mit meinen Jungs. Als die klein waren, ein bisschen schnupfen, hatte ich immer gleich auch 2 Wochen Probleme. Und ich konnte regelmäßig 1 bis 3 Mal im Winter 2 Wochen nicht mehr trainieren wegen dem. Und im Sommer weiß ich einfach, da sind alle gesund,
es ist warm, es funktioniert und da funktioniere ich auch. Und diese Erfahrung ist eigentlich super. Außer beim letzten Mal 2017 hatte ich nie, den ganzen Winter nie Probleme. Ich konnte immer trainieren und genau in der Woche vor X-Ups lag ich flach. Ich kann mich erinnern. Ja. Also es war dann schon so der Punkt, wo ich sagen musste, scheiße, warum genau jetzt? Und auch da, ich wusste eigentlich, warum ich es habe, wegen den Jungs. Ich wusste immer, es geht so zwischen 3-4 Tagen und einer Woche, eineinhalb vielleicht. Und die Einschränkung ist nicht so hart, wie wenn ich mich selber erkühle oder selber irgendwie überarbeite. Und dann war es eigentlich okay. Du, dann danke ich dir, wünsche dir viel Erfolg. Und ich bin schon richtig gespannt auf das Rennen. Ja, ich auch. Vielen Dank. Ja. Ja, Paul, das haben Sie wahrscheinlich schon oft gefragt, aber trotzdem muss ich dich halt auch fragen, ja. Was wäre deine Taktik oder wie denkst du, dass du den Kriegel vielleicht schlagen kannst? Und was ist wen siehst du sonst noch als Start der Konkurrenz? Also der Kriegel ist natürlich der Top-Favorit, wie immer. Ich meine, das steht eh außer Frage. Und wie schlagt man ihn am besten? Wenn das einer wüsste, dann hätten sie es wahrscheinlich schon mehrere gemacht. Auf jeden Fall, ich denke einfach mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, konsequenter Vorbereitung, einem guten Team, nochmal alles geben, versuchen und dann sieht man es eh. Vielleicht passt es ja diesmal, vielleicht macht der Krieg auch mal einen Fehler oder vielleicht macht er keinen Fehler und man ist einfach besser. Man wird sehen. Also einfach Vollgas geben. Und wen schätzt du noch sehr stark ein? Ich kenne das Feld außer die Österreicher und die sonst schon länger dabei sind, jetzt noch nicht so gut, aber man hört halt, dass ein paar gute Franzosen dabei sein sollen wieder. Die haben sich teilweise schon bewiesen, auf der anderen Seite auch neue. Bin sicher gespannt, was da so passiert. Sonst ja, ein Feld mit auch vielen, vielen neuen, vielen schon älteren, auch wieder dabei sein, Athleten. Es kann alles sein. Das Feld ist sicher wieder sehr extrem stark. Wie bereitest du jetzt die nächsten drei Monate noch vor? Was macht ihr noch speziell? Route nochmal abflängen oder so? Oder? Ja klar, also es gibt, glaube ich, einfach so drei Dinge oder vier Dinge, die man abhaken muss. Einfach einerseits ist die Teamvorbereitung, ein gutes Team zu machen. Und dass wirklich alle an das gleiche Ziel arbeiten. Dann einfach fliegen, klar, den Körper gut vorbereiten, einfach fit sein. Und dann natürlich auch die Route studieren und einfach nachschauen, was gibt es für Optionen an welchen Stellen. Körperlich praktisch bleibt es auf dem Niveau, oder? Da lässt sich jetzt nicht mehr viel dazu trainieren sozusagen. Ja, also ich hab's jetzt ein bisschen eine andere Situation als die letzten Jahre. Also ich habe die letzten Jahre einfach wirklich immer konstant extrem viel trainiert gehabt. Und jetzt war ich einfach im letzten Jahr auf einem sehr interessanten anderen Projekt unterwegs. Ich bin mit einem kleinen Flugzeug von Alaska bis nach Patagonien geflogen mit zwei Gleitschirmen im Gepäck. Also selbst als Pilot und das über 6 Monate. Das heißt, ich bin jetzt nicht so intensiv zum Gleitschirmfliegen immer kommen, so oft wie oder zu oft zum Berglaufen, so wie ich es früher gemacht habe. Ist aber ein sehr angenehmes Gefühl, weil es einfach neue Motivation gibt. Und ich weiß, okay, jetzt muss ich einfach diese Zeit, die ich jetzt noch als Vorbereitungszeit habe, im Winter auf das 100% konzentrieren. Früher war es teilweise so, dass ich einfach halt. Ja, passt ja eh. Ich trainiere eh immer, jetzt passt schon so viel wie ich bin. Und jetzt ist da wirklich ein ziemlicher Druck dahinter. Der Druck sage ich nicht, aber Motivation dahinter. Ja, du, dann wünsche ich dir für die Red Bull X-Ams wirklich viel Glück. Mach's recht spannend, hoffentlich die letzten Male. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann wieder. Danke, ciao. Arne, ihr seid ja Hauptsponsor, aber einer der großen Sponsoren bei der Red Bull X-Ams. Da interessiert mich natürlich, was euch das als Firma bringt. Ja, ich meine, klar, Red Bull X selbst ist sicher das medienwirksamste Event, was es gibt. Und also es gibt, glaube ich, kein Gleitschirm-Event, wo man Fußgänger, die du fragst und sagst, du kennst ja Red Bull X selbst, da sagen Fußgänger, die nichts mit Gleitschirm zu tun haben, die sagen, ja, kenne ich, klar. Und das ist sicher was, wo man erkennt, wie groß die Strahlkraft ist. Und uns als Marke bringt es natürlich schon was, weil wir uns gerade in diesem Hike-and-Fly-Bereich stark positionieren. Und das ist halt der Wettkampf dafür, der das Ganze einfach auch nach außen trägt. Und das geht jetzt schon seit Jahren lang und in dieser Kooperation mit Sanleva ist das ein gelungenes Ding. Und gerade der Paul zum Beispiel, der von uns, von Sanleva und von Red Bull gesponsert wird, das ist halt natürlich sehr, sehr einfach, weil du dann immer auch
egal was er macht, das ist eigentlich für jeden der Sponsoren gut. Ne? Na gut, weil du gerade erwähnt hast, praktisch das Heike Frei, wo ihr stark seid. Da wäre doch eigentlich eine gute Idee gewesen, wie das ein anderer, auch bekannter Hersteller gemacht hat, einen High-End-B-Schirm in Live zu nehmen und damit die X-Alps zu fliegen, weil da hättest du ja voll die Zielgruppe dann auch noch erwischt. Ja, ich glaube, man muss einfach, auf der einen Seite ist das natürlich ein Wettkampf für die besten Piloten, die es gibt auf der Welt. Anders kann man es nicht sagen, weil wenn du bei den Bedingungen, wo du fliegst, diese Strecke meistern willst, dann brauchst du spezielle Geräte dafür. Und das sind natürlich auch die besten Piloten, die erwarten auch eine gewisse Leistungsstärke im Gerät. Es geht ja schon, die Schirmwahl ist ja schon schwierig zwischen 2- und 3-Liner. Die nähern sich sicher immer an. Es gibt da Vorteile und Nachteile. Die einen sind vielleicht besser zum Einlanden. Und die Frage ist einfach, inwieweit du den mehr Leistungszuwachs durch die Zweiliner bei X-Alps fliegst. Sagen wir mal, hast du einen perfekten Streckenflugtag, dann kannst du da sicher relativ viel rausholen. Ist das Wetter aber nicht perfekt, dann ist der Unterschied schon nicht mehr groß und dann hast du vielleicht sogar den einen oder anderen Vorteil wirklich mit dem Dreiliner. Dann bist du gewichtsmäßig meistens ein bisschen im Vorteil mit dem Dreiliner, aber da hat jeder seine Philosophie. Also ich meine, es gab schon Ideen, dass du mit Zweiliner, dass du mit B-Schirm damals nicht fliegst, aber wenn man das Teilnehmerfeld anguckt, dann gibt es da fast keine. Die vorne sind, die fliegen bisher keine B-Schirme. Wenn du jetzt einfach das siehst, um in dem Wettkampf dabei zu sein, ist das sicher sinnvoll. Ja? Weil es hängt von Piloten ab. Du willst einen Krickel dazu bringen oder einen Paul, dass du mit dem B-Schirm durch die Gegend fliegen bei einem Wettkampf, wo sie 2000 Kilometer zurückfliegen. Okay, Arne, danke, es war wirklich interessant. Das war die Pressekonferenz Red Bull X-Alps 2019. Spannende Route wurde veröffentlicht. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon im Internet vorher gesehen. Da gab es die Info inoffiziell doch schon. Jetzt kamen wirkliche Details raus. Wir haben gute Interviews geführt. Ich fand es sehr informativ. Bin gespannt aufs Rennen. Wie ist dein Resümee denn? Ja, es hat sich also gezeigt, dass das nicht nur Rennstrecke ist, wie es so für mich ein bisschen gewirkt hat, sondern sie haben da schon ein paar Sachen eingebaut. Auch das mit diesen Tafeln, wo du dich eintragen musst, mal im Tal, mal am Berg. Und doch mit dem Titel ist, wo es einen Weg nur rauf gibt, der relativ anspruchsvoll ist. Und dann eben zum Schluss dann, um die Spannung zu erhöhen, die wirklich anspruchsvolle Route durch Südfrankreich. Also ich glaube, da kann man wirklich was erwarten. Was ich auch sehr interessant fand, war den Sicherheitsaspekt. Vor allem wir als Verband sind natürlich da auch interessiert dran, mit dem Safety Director zu sprechen. Was hattest du da für einen Eindruck, weil es ja doch ein Rennen ist, wo Athleten immer wieder auch Risiken eingehen. Bewusst zwar, aber natürlich mehr als ein Hobbypilot vielleicht in dem Rennen. Ich finde, der hat es gut beantwortet und im Grunde ist es halt so wie beim Fliegen, es bei uns ja auch genauso ist. Das Wichtigste ist die Selbstverantwortung und dass du dich wirklich gut selbst einschätzt. Und da kann auch keiner von außen eingreifen. Das musst du einfach selbst wissen und genauso müssen die Athleten einfach so mündig sein, dass sie wissen, wo ihre Grenze auch ist. Hatte ich auch den Eindruck. Also ich fand das sehr gut und ich freue mich aufs Rennen. Ich auch. Und natürlich aufs Live-Tracking. Ciao, servus. Ciao.